Also ich bin jetzt sehr vorsichtig. Mich diesen Kampf in Anführungszeichen nicht nochmal machen. So. König Salomon kann jetzt wieder glücklich schlafen. Ja. Stand direkt davor. Den hättest du mir gönnen können. Indeed. Hi. Jetzt wieder auf jeden Schuss gespeichert. Mach nix. Weißt du nicht, ob das überhaupt Sinn ergibt? Ich will einfach nur, dass du die 333 voll machst. Doch, falsche Waffe. Das war ein guter Einwand von mir. Holt den Boss nochmal alles raus. Aber ich geb vielleicht auf. Das Spiel ist halt einfach zu stark für ein PC, ganz klar. Daran liegt das. Musst dir mal einen Gaming-PC holen. Ja, siehst du? Runter, runter, runter. Gemacht. Feuern. Jetzt speichern. Deine Indie 333. So, und jetzt nie wieder speichern. Aua! Könnte ein langer Kampf werden. Also außer Spielschütze. Kein Versuchersstar. Sag dich doch. Die meiste Zeit sitzen wir eigentlich nur und warten, bis das Spiel wieder läuft.
Der Plan hat super funktioniert. Oh. Hab ich auch. Lassen. Ja, aber oben bekommst du das doch. Oben. Da hörst du die Pinöppel doch. Stimmt, ich hab hier Pinöppel. Die ist ja extra aktiviert. Also, du dachtest, dass sie für was anderes aktiviert ist, aber dafür sind die eigentlich. Erstmal wieder lokalisieren. Lokalisiert dich gleich mal. Na, wie findest du diesen spannenden Bosskampf? Sehr gut. Gott. Ich bin bald dein Gott. Siehst du? Oh, voll gemein. Das ist angetäuscht. Unten angetäuscht, oben vorbei. Stirb doch endlich, du! Pipi-Kopf! Endlich! Ja! Ja! Was? Was ist? Habe ich etwa zwei Köpfe oder sowas? Nein, aber vielleicht zwei Gesichter. Wie bitte? Du warst auf Turners Seite, schon von Anfang an. Ich habe nie gelogen. Ich bin ein Profi, ich habe nur meinen Job gemacht. Ich schätze, das ist menschlich genug. Du Bastard. Hey. Lass uns hier verschwinden. Wie ist gemein. Einfach. Das ist schon nicht so falsch. So. Oh mein Gott. So. Nein. Vielleicht will ich den Bosskampf nicht nochmal machen. Bei meinem Glück sterbe ich hier tatsächlich noch drin. Das, was eigentlich nicht möglich sein sollte.
Ich kenne das Spiel. Ich bekomme jetzt echt hier meine Tomb Raider 4 Vibes. Das ist echt nicht mehr lustig. Das ist echt nicht mehr lustig. Also ich will ja nicht sagen, ich hab's gequatscht. Bist ja selbst schuld. Ja, du kacke gesprungen bist. Du bist kacke gesprungen. Ja, ich bin gar nicht gesprungen. Ja, siehst du? Alles deine Schuld. Aber lieber gar nicht springen als kacke springen. Ja, Christian Lindner. Geil. Ich glaube, du musst nicht einmal springen. Sogar sein, ja, ich kann hier lang. Das ist antiklimatisch, du. Achso. Junge, wer dachte bitte, dass dieser Erdbe... Hä? Jetzt darf ich's doch nochmal benutzen. Da hilft selbst dieser Command nichts mehr. Aha! Ich sag's dir, die haben nur wegen diesem Level den Command drin. Nein, weil sowas oft passiert. Ja, aber erst hier 14 auf, ja, warte mal, lassen wir was für die Spieler auch drin. Jetzt bekommst du einen Kopfschuss. Ich bekomme einen. Sieh an, schon wieder ein paar Iwans. Ah, Volotnikov. Haben Sie Gott gefunden, Dr. Jones? Ich hoffe nicht. Wen auch immer wir gefunden haben, er war nicht gerade gütig. Trifft sich gut. Wie Sie wissen, lehnt die sozialistische Lehre die Existenz von übernatürlichen Kräften ab. Und Sie erwarten, den Kalten Krieg zu gewinnen? Ich erwarte eine lange Auseinandersetzung. Ah. Hör mal, Gennady, du hast nicht zufällig etwas sozialistischen Wodka dabei? Ich bin durstig. Das eigentliche Abenteuer waren doch die Freunde, die wir auf dem Weg gemacht haben. Auch wenn die Freunde uns versucht haben, umzubringen. Mann, bin ich froh, dass das Spiel vorbei ist. Oh, und die sind teilweise in Comic Sans. Das macht sich gut. Ja, das war Indiana Jones und der Turm von Babel. Ich musste merken lassen, dass die Credits Hälfte in Comic Sans geschrieben sind. Ja. Ich habe noch ein paar Indiana Jones Spiele vor mir, um genau zu sein, zwei. Die es noch gibt. Nämlich die Legende des der Kaiserruf, die als nächstes kommen wird. der Stab der Könige. Und ja, das sind all die englischen Sprecher. Marduk wird von dem gleichen gesprochen wie Indiana Jones. Das klingt im Englischen bestimmt sehr interessant. Und ja, es war ein sehr interessantes Spiel. Ich bin froh, dass ich als kleines Kind nie durch das erste Level kam. Weil ich glaube, das Spiel, das... Ja, viel weiter wäre ich dann auch nicht gekommen. Also das hat mich ein viel schlimmere Menschen gemacht. So wie Patrick zum Beispiel. Ich habe es aber nie gespielt. Ja, aber du hast Tomb Raider gespielt. Und da ist fast ein ähnlicher Effekt dann. Ich glaube, das ist fast eins zu eins das gleiche.
Ja, aber damals fand ich Tomb Raider 4 nicht so schlimm. Ich find's jetzt auch nicht schlimm, ich hab Chronicles gespielt. Ja. Ich bin froh, dass ich dieses Wunderwerk der Technik jetzt von meinem PC schmeißen darf. Ja. Und freue mich da schon auf das nächste Projekt. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.